Das war der Fall Gleiwitz. Eine Rekonstruktion einer historischen Begebenheit. Mit vielen Fakten beruht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da erstmal akribisch recherchieren musstet, auf was für Dokumenten basiert dieser Film. Ja. Ja, das riecht schon nach. Als hätte man sich auf die Suche nach Geheimnissen begeben sollen. Was viel merkwürdiger ist, dass die Fakten, die der Film verwendet, weitgehend etwa ab dem Jahr 1946 bekannt waren. Weil sie sind dokumentiert in den dicken Akten zum Nürnberger Prozess. Und ein Mann wie Naujox, ein authentischer Name, ein Mann aus dem Sicherheitsdienst der SS, hieß so und war in Nürnberg nicht etwa als Angeklagter, sondern als Zeuge. Und man kann das aus den Gerichtsprotokollen abschreiben, wie wurde das und das gemacht, wer war beteiligt. Und so haben wir uns auch vor allen Dingen daran gehalten und haben aber uns außerdem überlegt, dass der Film ja die große politische Landschaft des Jahres 1939 außerdem durchschaubar machen sollte. Und um das in wenigen Sätzen zu sagen, Hitler war durchgekommen mit der Besetzung des Rheinlandes, der militärischen Besetzung, die nach Versailler Vertrag nicht zulässig war. Er war durchgekommen mit der Vereinigung von Österreich, mit dem, wie es damals hieß, dem deutschen Mutterland. Er war durchgekommen nach den Verhandlungen, die in München geführt wurden mit den Engländern, mit der Auflösung und Besetzung der Tschechoslowakei durchgekommen. Und es gab einen neuen Krisenherd, der künstlich angelegt wurde. Das waren die Konflikte mit Polen. Und da ging es immer um Territorium, aber es ging auch um die Erweiterung der Macht. Es ging immer um Krieg und Frieden, auf eine zunächst für die Öffentlichkeit ja nicht durchschaubare Weise. Und als wir überlegten, ob man aus diesem Vorgang Gleiwitz, ob das einen Film hergibt, natürlich kann man auch darüber schreiben und man kann auch darüber reden, aber gibt es einen Film her, waren wir im Jahre 1960 und durch den, woran man sich gewöhnt hatte, woran heute niemand mehr denkt, war denkbar, wie sich um Berlin herum eine Langzeitkrise aufbaute und das hatte mit der Luftbrücke zu tun. Es flogen an jedem Tag Dutzende schwer beladene Maschinen durch verabredete Luftkorridore, das war verhandelt. Aber was konnte alles passieren? Wie schnell ist ein Flugzeug nicht mehr am Himmel, sondern unten? Und wer war es dann? Und was folgt daraus? Also wir hatten das Gefühl, es ist wieder eine Zeit, die gefährlich erhitzt ist und die Begleitung, die dann die Propaganda übernimmt,
war natürlich eine andere Motivation für Leute, sich in merkwürdige Weltvorstellungen zu verwickeln, was Recht und Unrecht ist und so weiter. In der, von der großen Politik her gesehen wäre sicherlich ohne diesen Versailler Vertrag, der als Unrecht verstanden wurde, nicht nur bei den Nationalisten, sondern bei vielen Deutschen, der hätte diese Rolle nicht gespielt, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Aber im Prinzip war es ein vorsätzlich veranstalteter Grund, um die Polen auf die Anklagebank zu setzen. Und außer diesem Fall Gleiwitz, der am bekanntesten geworden ist, weil er über das, wie einmal gesagt wird, auch über das Radio verbreitet werden kann, er hat also eine große Resonanz, gab es 19 vorbereitete sogenannte mehr oder weniger große Terrorakte. Also es wurden Zollstationen überfallen, es wurden Gutshäuser, die entsprechend erreichbar waren, geplündert, es wurden Leute umgebracht oder in, sozusagen mitgenommen oder ihrer Freiheit beraubt. Und das hatte einen, und es wurde immer gesagt, das waren die Polen. Es waren immer die Polen und wer wollte es besser wissen, wenn alle sagten, es waren die Polen. Und der andere Hintergrund war, dass es Gründe gab, dass bestimmte Leute der politischen, der Nazi-Führung in Deutschland Gründe hatten anzunehmen, sie würden auch diesmal vom Tisch gehen, ohne dass sie bestraft werden würden oder ohne dass, dass es einen breiten Widerstand gibt. Und sie haben sich verrechnet. Das es gab damals einen mysteriösen Flug des Stellvertreters von Hitler nach England. Ein nicht erlaubter Flug, wie ein Flüchtling ist er geflogen. Und das diente einer Kontaktaufnahme mit politischen Potenzen in England, die noch einmal ein Auge zudrücken wollten. Weil die Länder waren kriegsmüde. Die Franzosen, es gab keine Kriegsstimmung, außer in Deutschland gab es die. Eine immer in Gang gehaltene Sehnsucht nach Revanche. Wir müssen das alles wiederholen. Und zum ersten Mal vielleicht wurde sichtbar, was man heute weiß, die ungeheure Rolle der Propaganda. Das, wo heute das kurze Wort Fake steht. Aber wer gewinnt, sagt, wie es war. Ist also das, ein Satz, den du heute wieder in jeder Zeitung liest, er fällt den Leuten auf. Das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit. Wer will hinterher wissen, wie es war? Wer hat wen, wann, um welche Uhrzeit, wo angerufen? Bis in die Banalitäten hinein. Deshalb hält sich der Film auch bei Banalitäten auf. Bei der einfachen Frage, warum haben die denn das gemacht, gab es da keine Rückfrage. Haben die gewusst, was sie machen? Haben die es nicht gewusst? Und wir haben versucht, die zu einem anderen Thema in diesem Film, die bewusst erzeugte Ahnungslosigkeit eines großen Publikums, und dieses Publikum hieß deutsches Volk. Die waren es ja. Und das ist so, als wir überlegten, wie kann man diesen Film erzählen, dachten wir, es reicht nicht, die Karikaturen der Staatsmänner abzubilden und dabei auch dann Zuneigung und Abneigung entsprechend zu verteilen,
sondern sagen, wie waren die Gemütslagen in Deutschland, wie waren die Emotionen, wo fuhr der eine Zug hin in den Krieg und wo fuhr der andere hin in einen Dschungelausflug oder so und alles. Und wer stand und die Schranken waren runter? Das Publikum, das deutsche Volk, wenn du willst. Also dieses überlegte Herbeiführen eines scheinbaren Geheimnisses, wie der Krieg begann, war sozusagen ein Thema, das uns beschäftigt hat und ein Thema, das uns letzten Endes, denke ich, im Augenblick wieder beschäftigt. Wie beginnt etwas? Wann ist der Schritt, der sich nicht mehr zurücknehmen lässt? Wann ist der Schrittfehler, den irgendjemand macht, ohne zu wissen, was er auslöst dadurch? Und so sehen wir uns für mich, der ich in eine Nachkriegsgeneration gehöre. Und ohne, dass mir das jemand erklären musste, gedacht habe, Krieg muss immer hinter uns liegen. Es ist nicht denkbar, dass Krieg wieder vor uns liegt. Und trotzdem, was bleibt uns übrig? Wir denken an den Krieg. Und wenn nicht, denkt der Krieg an uns und weiß, wo wir wohnen. Das hat mich bewegt, als ich gefragt wurde, ob ich diesen Film gerne in Schweden zeigen würde oder ein paar Worte dazu sagen würde oder mich fragen lassen würde und was ich jetzt gerade versuche. Also ich denke, der September ist ein ungutes Datum, wenn man in diesen Gegenden wohnt. Ja. Wir haben nur ein Mikro, nicht mehr zu machen. Bevor wir noch auf die Bildsprache zu sprechen kommen, die ja sehr wichtig ist auch, es geht ja vor allem auch um die Macht der Bilder und das wird immer wieder visualisiert, dadurch, dass man auch Beispiele sieht, wie jemand was im Kino schaut, wie sozusagen das Volk auch berieselt wurde mit Bildern im Kino. Du bezeichnest dich zwar als Nachkriegsgeneration, bist aber ja eigentlich auch aufgewachsen während des Krieges und warst selbst auch regelmäßig im Kino. Hast du dadurch eine ideologische Beeinflussung gefühlt oder im Nachhinein reflektieren können? Sag nochmal den Schluss. Inwiefern hast du, während des Krieges warst du oft im Kino, hast die Filme gesehen, die gezeigt wurden, fühltest du dich ideologisch beeinflusst, beziehungsweise hast du es im Nachhinein reflektiert? Die Filme, die ich als Kind gesehen habe in der Nazi-Zeit, so wie sie Propaganda waren. Also ich bin als Kind ins Kino gegangen auf die durchschnittlichste Weise und nicht nach vorgefassten Gesichtspunkten. Dabei geriet man automatisch in die Kriegsproblematik. Andererseits gibt es man kann das irgendwo nachlesen, bei Goebbels, der für die Propaganda verantwortlich war in der Nazi-Zeit, gibt es eine Äußerung, wo er der UFA, die ihm unterstellt war, befiehlt eigentlich die direkte Kriegsthematik aus dem Kino rauszunehmen. Und er äußert sich da sehr, sehr eindeutig, wir brauchen das Publikum an der Front und nicht im Kino. Das ist das eine und das ist das andere. Also sie hatten das Gefühl, die Leute, denen die Bomben auf den Kopf zu fallen beginnen, das heißt, das damalige Deutschland, werden wenig Bedürfnis haben, das im Kino nochmal zu sehen. Und so ist
je aussichtsloser der Krieg wird, umso grausamer seine Folgen werden, umso mehr herrscht im Kino die Revue, die große Treppe, die tiefe Stimme. Das, also es war der Grundtyp Albers, also ein Kerl, der den nichts umwerfen kann. Aber es war auch Leander, Zara meine ich. Das heißt, das Leben ist traurig, aber wir meistern es. So bin ich natürlich trotzdem den Filmen nicht entgangen, die sich direkt mit dem Patriotismus befassen, wie man ihn damals verstand. Und ich habe also die Zeit auf den Schildern im Kino, jetzt von der Wochenschau, ich erinnere mich noch an das kindliche, aber verstörte Gefühl, das ich hatte, als auf den Straßenschildern deutsche Namen standen. Man hatte sich daran gewöhnt, dass alles, was böse war, war weit weg. An das Unglück nebenan war man gewöhnt. Da reichte eine dicke Haut, wenn du willst. Und plötzlich standen da, ist doch bei uns da. Wir kennen, das ist doch eine Stadt, die ich kenne. Ein Weg, den ich schon gegangen bin. Und die letzte Kraftanstrengung der Nazis, die Nibelung sozusagen, das Kämpfen bis zum letzten Mann, zu einem Filmthema zu machen, war Kolberg, wo die Stadt Kolberg auf keinen Fall an die Franzosen fallen darf. Und das war ein Mobilisierungsfilm. Der kam schon fast zu spät, das funktionierte nicht mehr. Und sonst hat man auch da den Umstand, dass immer mal marschiert wurde im Kino und immer mal die preußische Ehre Gegenstand eines Konfliktes war oder so. Man hat eine enorme Kapazität als Kind, das Nicht-Normale für normal zu halten. Einfach weil es schon da ist, weil es alle sagen, weil es die Erwachsenen auch. Und also die Bereitschaft, das Absurde für normal zu halten, gehört in ein bestimmtes Alter. Wo sollst du denn deine Vorbilder hernehmen und deine Maßstäbe? Deshalb ist die Frage, was läuft in den Kinos oder was steht in den Büchern? Ist eine, die nie ausstirbt, aber eben auch die ständige Mühe braucht, über Zusammenhänge nachzudenken. Was war denn vor dem, was davor war? Und wie lange überhaupt ist eine Frage fürs Leben, meine ich, wie lange muss man zurückgehen in der Erinnerung, um zu sagen, hier ist der Punkt, wo es anders hätte sein können. Hier ist der Wendepunkt, wie beim Segeln. Hier sind wir um die falsche Ecke gefahren. So, also ist für mich jetzt, wenn um einen Moment bei diesem Thema zu bleiben, das größere, mich völlig überraschende Erlebnis des Kinos so in der Pubertät waren die Filme, die sogenannten Besatzungsmächte mitbrachten. Jede Armee hatte ihre sozusagen ihr Kino im Gepäck. Also die Russen brachten Filme, bestimmte, die man nie gesehen hatte. Die Franzosen brachten, die Russen, da fuhren diese alten kleinen Maschinengewehre und das war immer die Revolution. Aber die Filme hatten ein großes Pathos. Das war nicht die späte Stalinzeit, sondern das waren die 30er Jahre, also Eisenstein und alles, was in seiner Schule entstand.
die Franzosen handelten davon, was nie unmodern wurde, nämlich wer liebt wen, warum und wie. Also ohne Liebe lohnt es nicht, weil ich war, die Amerikaner ließen von riesigen Brücken große Autos fallen, die nur sie sich leisten konnten. Also die, so wie man uns, die damals so alt waren wie ich, also 13, 14 Jahre, so wie man uns die Welt verschwiegen hatte, wie sie tatsächlich war, hat man sie uns bei der Gelegenheit auch verschwiegen, wie sie im Kino war. Das war ein Kino, das es vorher nicht gegeben hatte, und allmählich wechselten die Kinderstuben und die Leute, die im Schatten oder im Licht, im strahlenden Licht der amerikanischen Filme groß geworden sind, haben andere Filme gern als beispielsweise ich, der ich mit anderen Filmen bekannt wurde, als ich überhaupt der Ansicht war und zu der Entdeckung kam, Filme werden ja auch, sind ja nicht einfach da, werden ja gemacht. So als ich 12 war, habe ich gedacht, alles, was in der Zeitung steht, stimmt, sonst würden sie dann nicht in der Zeitung stehen. Und allmählich, also diese Naivität gibt man dann auf und sagt, das sind ja Leute, die das da reinschreiben und die denken sich etwas, und manchmal das Richtige, aber oft auch das Falsche. So, das ist Umgang mit Dingen. So, also, und insofern haben dann berühmte Filme, die aus der Nachkriegszeit stammen, haben eine neue Beziehung zum Kino mit aufgebaut. Und ein Film, der mich dann sehr berührte, aber auch Leute, was ich weiß, die meine Freunde waren oder Leute ähnlichen Alters, der erste Film von Staudte, Die Mörder sind unter uns. Das ist ja nicht nur ein guter Titel, das ist ein Programm. Dieser Titel, Die Mörder sind unter uns. Sind sie das? Vielleicht ja. Vielleicht nein. Und da lief zwar eine tief und hell erblondete Hildegard Knef zu ihrer ersten großen Rolle. Und niemand ist im Jahre 1945 so blond von irgendwo hergekommen. Aber auf eine andere Weise war es, die zentrale Figur so zu besetzen und so zu machen, wie die Knef war. War es auch die Sehnsucht nach Licht, nach Frieden, nach Schönheit, nach etwas anderem. Also es war eine, nicht die blanke Wahrheit, aber es war eine andere Art, auf der Suche nach Wahrheit im Kino sich auszudrücken. Und davon habe ich dann natürlich, der nächste große Eindruck für die Filme, die wir vorher gemacht haben, da sage ich noch ein paar Worte zu, die sogenannten Berlin-Filme, war natürlich das Alltagsthema. Das nächste, was man entdeckte, eventuell lassen sich aus unseren alltäglichen kleinen oder großen Geschichten ja auch Filme machen. Kann man sich das trauen? Darf man das überhaupt denken? Oder ist das ausschließlich für Berittene und für höheres Personal, das Kino? Und das waren dann die Neorealisten, denen wir versuchten nachzustreben, ihre Art, die Kamera auf die Straße zu stellen, einfach in die Welt zu gucken, die Kamera zu verstecken. Nicht die Kamera sollte gezeigt werden, sondern das Leben. Mithilfe der Kamera, aber nicht indem die Kamera immer um die Ecke guckt und sich bemerkbar macht. Das hatten wir so uns vorgenommen, meine ich, dass die Kamera verschwindet.
In dem Sinne meine ich, dass sie ein Produktions-, ein mit ihrer Hilfe wird der Film hergestellt, aber der Film zeigt nicht nur Bilder, sondern erzählt eine Geschichte. Aber dann haben wir einen tschechischen Film gesehen, und unter dem Einfluss dieses Films ist auch dieser Film entstanden, dass er sagt, es gibt, man kann auch bemerkbare Bilder machen. Man kann auch auf eine andere Art von Wirkung aussehen. Und so gibt es in Gleiwitz, sieht man das zum Teil. Es sind immer Bilder in einer gewissen Konstruktion. Sie wollen bemerkt sein als Bilder. Und es ist sehr viel Symmetrie in dem Film drin, optische Symmetrie. Aber symmetrisch macht kühl und Perspektive holt dich rein in einen. Also, und die Symmetrik verlangt also eine andere Art oder wünscht sich eine andere Art von Beteiligung des Publikums als das einfühlsame Kino, was einfach sagt, lass dich fallen und spiel mit in der Sache. Kann auch sein, lass dich nicht fallen und spiel nicht mit. Ist auch ein möglicher Denkpunkt, meine zu umständlich für so einen freundlichen Nachmittag, meine ich, aber man kann drüber nachdenken. Das Tolle an so einem Gespräch mit Wolfgang Kohlhase ist, ich habe hier so einen Fragenkatalog, er hat schon 10 Fragen beantwortet. Es stand ja bei dem Film, du hast die Filmsprache jetzt schon angesprochen, diese symmetrischen Bilder, dieses Wechselspiel aus Licht und Schatten, totalen Großaufnahmen. Es stand auch im Raum der Vorwurf der Ästhetisierung faschistischer Wertvorstellungen nach Vorbild Leni Riefenstahl zu dem Zeitpunkt. Konntet ihr damit was anfangen, mit einem solchen Vorwurf im Zusammenhang mit dem Film? Wer sollte was anfangen? Mit dem Vorwurf, dass ihr den Faschismus ästhetisiert mit dem Film. Ja, also im Moment, ich muss die Frage genau verstehen. Das haben wir ja... Das war nicht euer Ziel, aber es stand der Vorwurf im Raum, dass mit dem Film, dass durch die Bildersprache... Ja. Der Faschismus ja, ästhetisiert wurde. Ja, natürlich. Also auf keinen Fall verklärt wird, nicht schmückend ausgezeichnet wird, nicht in eine Imponierposition kommt, sondern eigentlich eine kalte und unmenschliche Welt als Hintergrund verwendet ist. Wie eine Grundierung. Sagen wir mal, sowas wie eine Grundierung, wenn man malt oder so. Es kommt ein Grundton rein und dann werden die Details gemacht. Ja? Natürlich, klar, ja. Wir haben es jedenfalls vor, meine ich. Ja. Und kanntet ihr die Bilder von Leni Riefenstahl? Überhaupt nicht. Das erscheint unglaubwürdig, wenn ich das so blank beantworte. Überhaupt nicht. Also Riefenstahl, die ein Protégé von Hitler direkt war und was von Bildern verschwand. Also das kann man ihr ja nicht wegreden, wenn man es sehen kann. Aber wir hatten nichts von ihr gesehen und dass das nicht Mode wurde, aber dass da ein Bedürfnis entstand im bundesdeutschen Kino oder im Westkino, sage ich jetzt mal, vereinfachend, auch diese Flächen zu besetzen und darüber nachzudenken und nicht einfach nur wegzusehen, das hat uns später betroffen. Also ich glaube, auch ist es nie ein Film, verliehen worden oder so etwas. Es wäre auch merkwürdig gewesen, weil man bei den Film gibt auch eine, wie entscheidet man sowas dann, meine ich, es geht von ihnen eine
eine Verführung aus. Und hat man genug Zeit oder Lust, das aufzuklären? Oder wirft man es einfach ins Kino? Nicht so? Also, aber ich habe das, dass ich davon nichts gesehen habe, war nicht meine Entscheidung. Das gehörte und hatte ein gewisses Verständnis, dass wir da kein Glanz und Gloria der Nazis erzählen wollten. Das muss sich die Kulturpolitik in der DDR nicht im Nachhinein vorwerfen. Also Frau Riefenstahl hat ja nicht nur ihre artistische Behendigkeit mitgebracht, sondern sie war eine, soweit sie dazu kam, dass sie sich äußern konnte, war sie immer zum geringsten Faschistoid, war sie in jedem Fall. Also sie hatte nichts gehört und nichts gesehen und liebte gerne Filme und die wollte sie möglichst selbst machen. So, also es war ein, wie heißt es irgendwo, die Erscheinung ist reicher als das Gesetz. Also es passieren Dinge immer mehr und häufiger und anders, als man es von vornherein gerne hätte. Und so ist die Riefenstahl auch eine absurde Zutat zu der Kinowelt der 30er, 40er Jahre. Würde ich so aus dem Handgelenk sagen und irgendwie verständlich. Ja. Wie war denn die Resonanz auf den Film? Bei den Kritikern, bei den Zuschauern in der DDR? Bei dem Film? Ja. Da kann ich weiter sagen, wobei ich gerade war. Es gab keine große Freude in den offiziösen kulturpolitischen Kreisen, sozusagen. Also es gab vom Berg herab wenig Freude. Und zwar mit einem Vorwurf, den ich eben selbst gestreift habe, ist das Ästhetisierung von Faschismus. Aber das haben wir natürlich nicht eingesehen und gesagt, dass genau das Gegenteil ist der Fall. Er wird sozusagen seziert, nicht durchgehend, aber vielleicht sogar nicht genug. Aber so, wenn ich ihn heute gesehen habe, wieder jedes Mal eine wichtige Figur, weil sie so harmlos ist, was Rolf Ludwig spielt. Der Arzt in diesem hellen Sommeranzug, der im Vorbeigehen einen Menschen umbringt. Hinterher könnte man mit ihm Kaffee trinken. Er hat noch Zeit. Ja. Da sind ja so Schichten drin, wie das Alter, wie weit war auch das Altersleben damals, das alltägliche Leben, infiziert von mörderischen, falschen Bildern. Oder wie viel Leben hat es gekostet, dass es gewisse Filme gab oder wieder. Ist schwer zu sagen. Also es war, ich kann dann auch mit niemand eigentlich, kann niemand ins Unrecht setzen, der nicht mitgegangen ist. Obgleich es eine Simplifikation war, einfach etwas wegzulassen, was in die Jahre gehörte und in die Zeit gehörte. Und alles, wenn sich so um das Wort, große Wort mal zu gebrauchen, um Kunst handelt oder handeln soll. Kunst braucht Form. Und dann vergehen weitere, wie wir jetzt sehen, weitere 30 Jahre. Und wenn der Film nicht eine Form gefunden hätte, eben seine ganz gut, nicht vollkommen, vielleicht auch nicht konsequent genug, wie auch immer, aber dass er überhaupt noch
erlebbar ist, hat mit Form zu tun. Nicht nur, dass er gewisse inhaltliche Punkte richtig sieht und auch belehrend vermittelt oder wie, sondern die Form, glaube ich, hilft ihm beim Altern in einem Film. Ja, weil das Publikum geht letzten Endes, es geht vor allem zu den Schauspielern, aber es geht auch zu den Bildern. Das Publikum geht zu den Bildern. Und wenn da keine sind, meine ich, dann ist nicht viel zu sehen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das Filmgespräch. Wolfgang Kohlhaas ist jetzt noch hier vorne. Wer noch Fragen hat, kann gerne hier auch zu uns nach vorne kommen und nochmal das Gespräch suchen. Ich glaube, wir können noch kurz, wahrscheinlich 5 Minuten auch hier bleiben. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.